Dieser Hit ist nur für Sie, Mr. Wick. Größe L gerade geschnitten, nicht wahr? Ja. Und so beginnt es. Fordere ihn zum Zweikampf heraus. Wenn Sie gewinnen, dann sind Sie frei. Amen. Many try, many die, if you wanna walk, get it bloody. Er ist die Baba Yaga. Ach komm. Der einzige Weg, wie John Wick Freiheit finden kann, oder Frieden, ist durch den Tod. Ja, nicht wirklich. Sag mir eins. Du kannst überall hin. In andere Zeiten. Ein anderes Universum. Warum willst du bleiben, um dieses zu retten? Weil in diesem meine Mom am Leben ist. Ich will sie nicht nochmal verlieren. Die Zeit hat ein Muster, das sie immer wieder durchlaufen muss. Verschiedene Menschen, verschiedene Welten, die sich gegenseitig anziehen wie Magneten. Das ist mein Gesicht. Du hast mein Gesicht geklaut. Wenn du in die Vergangenheit reisen würdest, kannst du unmöglich die Konsequenzen voraussehen. Bruce, ich kann das in Ordnung bringen. Du könntest auch alles zerstören. Das darf nicht wahr sein. Ich habe das Universum zerstört. Dort. Wir haben auf dich gewartet. Ich habe eine Welt ohne Metawesen erschaffen. Jetzt kann uns niemand beschützen. Brauchst du Hilfe? Du bist... Ja. Ich bin Batman. Was, wenn ich das nicht rückgängig machen kann? Wenn ich nicht mehr zurück kann? Es gibt vielleicht keine Zukunft. Wie ist der Plan? Batman, was machen wir jetzt? Wir versuchen nicht zu sterben. Das ist nicht Clark. Mein Name ist Kara. Ich bin Barry. Wir sind Barry. Barry, was machst du da? Unsere Kinder werden das sehen wollen. Ich weiß, dass dieser Weg sehr schwer war. Und doch seid ihr hier und habt diese großartige Familie erschaffen. Was geht in deinem Kopf vor? Etwas, das Little B gesagt hat. Er sagte, Dad, du hast vor gar nichts Angst. Aber das habe ich. Ich habe Angst, jemanden zu verlieren, den ich liebe. Dominic Toretto. Du wirst bald alles über Angst lernen. Boom! Du hast dir so ein wunderschönes Leben aufgebaut. Voller Liebe und Familie. Die Gelegenheit hatte ich nie. Die hast du mir gestohlen. Meine Zukunft. Meine
Familie. Und jetzt werde ich deine zerstören. Stück für Stück. Er ist hinter dir her mit allem, was er hat. Wie ist der Plan dann? Ich bin mir nicht mehr sicher. Einer von uns könnte das vielleicht nicht überleben. Aber wir müssen kämpfen. Akzeptiere niemals den Tod, wenn Leiden geschuldet wird. Das ist eine Falle. Er will uns auseinanderbringen. Beim Gewinn ging es früher ums Gewinnen. Wir sind um Respekt gefahren. Heute fahre ich Rennen, um das Blutvergießen zu stoppen. Das ist das Problem, wenn man so eine große Familie hat. Wie wählst du aus, wen du rettest? Fahren wir ein Rennen! Weißt du noch, wie man fährt? Was denkst du denn? It's showtime! Los geht's! Ein Spiel auf gleichem Level. Ich komm dich holen, Sohn. Da kommen sie. Du wirst meine Familie nie zerstören. Sonnenschein. Du willst mich doch wohl verarschen. Je höher man kommt, desto schwieriger wird's. So ist das Leben. Also, seit wann kennt ihr zwei euch? Wir waren wie Brüder. Als Dane zurückgekommen ist, ist auch all die Scheiße zurückgekommen. Es gab sicher mal eine Zeit, als Damien für dich da war. No friends in the Aber jetzt ist das nicht mehr so. Bevor ich verknackt wurde, war ich der Beste. Besten Feigling, Bro. Ein Schwindler. Sitz mal dein halbes Leben in der Zelle. Und sieh, wie ein anderer dein Leben lebt. Ich fang gerade erst an, kleiner Bruder. Ich hol mir jetzt alles. Er wird nicht aufhören. Dann bring ihn dazu. Den einzigartigen Adonis Creed darf ich heute begrüßen. Der beste Boxer der Welt. Ist eine Weile her, dass du in der Szene unterwegs warst. Also hast du vielleicht nicht mitgekriegt, was man über dich sagt. Als ich aufgehört habe mit dem Boxen, hat es einiges gegeben, was noch offen war. Siehst du den Mann da? Erinnerst du dich an ihn? Lass nicht zu, dass er alles zerstört. Du stehst da und boxst. Ich will, dass du anfängst zu kämpfen. Bitte, 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 hilf uns!
Scheiße, wir warten hier alle. Hast du ein Problem, Alter? Ein Geheimnis. Da ist diese Finsternis in mir. Sie ist mir hierher gefolgt. Und sie wird weiter Jagd auf uns machen. Lauf! Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Dieser Ghostface ist nicht wie die anderen. Was ist das für ein Ort? Ein Schrein. Wir locken ihn da rein. Und erledigen ihn. Hallo? Lass uns ein Spiel spielen. Du weißt, du bist ungefähr der Zehnte, der das versucht, oder? Es geht nie gut aus für den Vollidioten mit der Maske. Mag sein. Aber so einen wie mich gab es noch nie, Gail. Ich bin etwas Besonderes. Deshalb schieße ich dir in deinen verfluchten Schädel. Du willst mich. Also bringen wir es zu Ende. Leute? Auf die Knie. Okay, hack ihn ab. Hack ihn ab, los geht's. Oh, jetzt haben wir sie. Irgendwo hier gibt's doch sicher noch andere Stufen, die schärfer sind. Wir sind Diebe. Aber wir halfen der falschen Person, die falsche Sache zu stehlen. Und haben so das größte Übel entfesselt, das die Welt je gesehen hat. Die roten Magier erschufen eine Armee der Untoten. Klingt wundervoll, ganz im Gegenteil. Ich weiß, ich meinte das auch ironisch. Ich halte Ironie für eine Klinge, die meist denjenigen trifft, der sie führt. So richtig witzig bist du nicht, hä? Und was machen wir jetzt? Wir brauchen ein Team. You need cool air. Ich führe uns bis zur Öffnung. Zur Öffnung? Ich gehe als Letzter. Das nehme ich gern. Daneben. Oh, das ist gar nicht gut. Hast du es nicht satt zu scheitern? Wir könnten sterben. Es gibt Schlimmeres als das. Ich habe alles verloren, was mir hier etwas bedeutet hat. Und wenn wir jetzt aufgeben, war alles umsonst. Ich will nicht sehen, wie du drauf gehst. Und genau deshalb verlasse ich jetzt den Raum. Das ist euer Ende. Die Brücke wird von einer uralten Falle beschützt. Wir dürfen den Mechanismus nicht auslösen. Eventuell habe ich den Mechanismus ausgelöst. Tut mir leid. Pater Gabriele am Mord. In der Nacht des 4. Juni haben sie einen Exorzismus durchgeführt. Das war kein Exorzismus. Die
schwerer Fälle erfordert keinen Exorzismus. 98% werden von ihm an Ärzte und Psychiater verwiesen. Die anderen 2% nenne ich das Böse. Wir haben weitere Fragen an Sie, Pater Amort. Wenn Sie ein Problem mit mir haben, sprechen Sie mit meinem Boss, dem Papst. Es gibt einen Fall, den du dir ansehen musst. Bring mir den Priester. Ich bin hier, um zu helfen, Julia. Falscher Priester! Sei vorsichtig, dort sind Geheimnisse begraben. Das Siegel des Vatikans. Die Kirche hat diesen Dämon schon früher bekämpft. Der Vatikan hat es vertuscht. Wir müssen rausfinden, warum. Du wurdest getäuscht und hast den Köder geschluckt. Was immer du tust, tust du nur, weil Gott es erlaubt. Hat er das erlaubt? Stell dir vor, was passieren könnte, wenn der Teufel Besitz von der Seele des päpstlichen Exorzisten ergreift. Wer wird dich verteidigen? Mein Glaube muss nicht verteidigt werden. So, bitte. Wie kannst du überhaupt bei dem Ganzen nicht einschlafen? Wovor hast du Angst? Da sehe ich nichts. Okay, Monster-Check beendet. Gruseligen Monstern, von denen man denkt, dass sie unterm Bett sind. Es ist nicht echt. Was soll denn das sein? Das ist das Ding, das irgendwann ihre Kinder holt, wenn sie mal nicht aufpassen. Du glaubst mir. Oder nicht? Mein Name ist Mirz. Ich bin der Pilot von diesem Schiff. Wir hatten eine Bruchlandung auf einem unerforschten Planeten. Wir sind die einzigen Überlebenden. Ich weiß nicht, wo wir sind, aber da draußen ist etwas. Etwas Außerirdisches. Wir müssen zum Rettungsschiff. Position unbekannt. Wir müssen leise sein. Leise. Und weitergehen.
bring uns nach Hause. Nach Hause, Familie. Bereit. Lauf! Starte das Schiff! Bitte, ich brauche Ihre Hilfe. Das FBI hat keine Ermittlungsbefugnis hier in Kolumbien. Gibt es irgendwas, das ich tun kann? Lass die Polizei das aufklären. Aber sie könnte überall sein. Und bleibt keine Zeit. Ich gebe meine Mom bestimmt nicht auf. Warum hat sie ihren Standort ausgeschaltet? Sie muss doch irgendwie zu finden sein. Kameras. Ich sehe dich. Moment. Oh mein Gott. Nein, Mom! Du durchsuchst Kevins E-Mails? Wer sind diese Leute? Diese Frau nennt ihn Darren. Sie verschaffen sich illegal Zugang zu seinem Account. Wollen Sie damit sagen, dass meine Mutter einen Verbrecher datet? Versuchen Sie, ihn etwa zu decken? Sie müssen mir einfach vertrauen. Ich habe ein paar Fragen bezüglich unserer Ermittlungen. Hat Ihre Mutter jemals einen anderen Namen benutzt? Du bist ihre Anwältin und sie hat dir niemals irgendwas davon erzählt? Der seltsamste Fall meines Lebens. Vermutlich steckt mehr dahinter als angenommen. Es gibt schon berechtigte Fragen. Wieso sollte sie mir das verheimlichen? Hat sie irgendwas Ungewöhnliches gesagt, bevor sie vermisst wurde? Vielleicht eine Sprachnachricht? Hey, Thunberg. Du weißt, ich würde dir nie wehtun, Schätzchen. Oh mein Gott. Was ist los, Schwesterherz? Ich hatte einen wunderschönen Traum. Es war ein perfekter Tag. Und ich dachte nur daran, wie unbedingt ich euch aufschlitzen wollte, um in eure Körper zu kriechen. Damit wir eine glückliche Familie bleiben können. When I was just a little girl, I asked my mother. Was ist das, Danny? Hab ich gefunden. What will I be? Here's what she said to me. Jetzt mach auf. Du siehst nicht so gut aus, Mom. Ich will nur eine Umarmung und einen Kuss von dir, dann wird alles wieder gut. Bringe uns hier raus. Ich versprech's. Du wirst mal eine gute Mom, Tante Beth. Oh ja? Ja, du kannst gut Kinder anlügen. Mom? Mami ist jetzt bei den Maden. Wir sind im Krieg. Wir werden alles vernichten.
Die Champions dieser Welt können uns nicht stoppen. Sie wirken ziemlich bedrohlich. Ich möchte nur, dass Sie das wissen. In den letzten Jahren hat sich einiges verändert. Ein Zauberer hat mir Superkräfte gegeben. Und dann bekamen alle Superkräfte. Okay, die Sache ist folgende. Die Töchter des Atlas werden kommen, um uns zu jagen. Kinder haben die Macht aller Götter gestohlen. Du hast sie unserem Vater aus dem Innersten entrissen. Okay, ich glaube, ich sollte mir das alles lieber aufschreiben. Gib uns die Kräfte, Kleiner. Eure Welt wird das nicht überleben. Ihr wollt diese Kräfte? Holt sie euch! Hey, Khaleesi! Started from the bottom, now we're here. Okay. Started from the bottom, now the whole team here. Wir haben noch einen Job zu erledigen. Die Welt retten. Ich weiß nicht, wie wir solche Kräfte bekämpfen sollen. Ich kann das nicht. Nehmen Sie meine Kräfte zurück. Sie haben sie mir gegeben, Sie können sie wieder nehmen. Ich habe Jahrtausende verbracht, einen würdigen Champion zu finden. Du weißt genau, was getan werden muss. Billy, was soll das? Ich muss das machen. Wir beenden das jetzt. Ja, das tun wir. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. Wisst ihr überhaupt, wo China liegt? Ja. Klar. Aber ich weiß, wo es ist. Schon bald werde ich der Kaiser von China sein. Und dann wird sich Cleo mir wieder an den Hals werfen. Man wird meinen Namen auf ewig in den Marmor der Geschichte meißeln. Oh, ich liebe es, wenn du das sagst. Das ist so schön. Du sagst das immer so schön. Super schön. Ich stelle mir die Frage, warum kommen immer alle, die Hilfe brauchen, zu uns? Nein und nein. Ich bin einverstanden. Im Moment ist nichts los. Hör auf, die Prinzessin und ich, wir werden heiraten. Ich sag dir was, Obelix, du wirst mein Trauzeuge. Das darf doch nicht wahr sein, er redet mit ihr, er verrät uns! Was macht ihr da? Nichts, nichts. Ich möchte euch zeigen, wie man in China kämpft. Ich bin auch verliebt, weißt du. Ich finde bei dem Abenteuer ist ganz schön viel Herzklopfen. Hallo, Obelix. Hallo, Vollballer. Liebst du mich oder nicht? Du liebst ihn, du liebst ihn. Ich liebe ihn. Hast du gehört? Was heißt, du liebst ihn? Was heißt, du liebst ihn? Wo sind sie nur? Wo sind sie nur, die Ägypter? Weißt du was, Obelix? Wir essen zu viel Fleisch. Was willst du denn sonst essen? Gemüse. Gemüse? Gemüse? Hm. Hast du gehört, ihr Fuchs? Gemüse. Atatja! Danke. Gerne. Und ich verlasse jetzt das Feld. Und Schwert! Was ist denn das? Na, du hast dich beim letzten Mal verletzt, aber ja, gut, gedacht, gut, gut. Versuche, deine Münze in deinen Besitz zu kriegen, Skarabeo. Das ist ganz leicht, weil sie blind sind. Geh nie davon aus, dass ein Mensch, der blind ist, deshalb nicht sehen kann. Und hast du das kommen sehen? Da ist sie. Ich sagte doch, ihr könnt hier nicht rauskommen. Dieses Schiff gehört jetzt mir. Herhören, ihr kriegt täglich zwei Mahlzeiten und einen Toilettengang. Verhaltet euch ruhig. Denkt einfach dran, dass ihr sowieso nicht abhauen könnt. Noch jemand hier was zu sagen? Könnt ihr den Kahn steuern? Bastarde!
1984 war ein hartes Jahr. Gesunkene Verkaufszahlen, stagnierendes Wachstum. Sonic, ich habe dich zu uns geholt, um die Basketballsparte wachsen zu lassen. Die Leute wissen nicht mehr, was ein Nike ist. Was ist ein Converse? Der NBA All-Star-Schuh? An Nike ist nichts Cooles. Du brauchst also ein wirklich überzeugendes Argument. Ich kann ihm die eine Sache nennen, in der wir absolut konkurrenzlos sind. Unsere Basketballsparte ist echt beschissen. Klingt nicht so überzeugend. Jetzt musst du die brillante Idee raushauen, auf die sonst keiner kommt. Lass hören. Ich hab ihn. Wen denn, Jesus? Zu teuer für uns. Ich verwette meine Karriere auf einen Spieler. Mein Name ist Sonny Vaccaro, ich bin von Nike. Ist das eine Angewohnheit von Ihnen, bei Fremden unangemeldet vor der Tür zu stehen? Ich kann ein Nein nur schwer akzeptieren. Oh Mann, jetzt geht's los. Du hast mich gefragt, was ich hier mache. Das mache ich. Ich suche Spieler für dich und er ist der Richtige, 100 Pro. Gut, es ist riskant. Es war auch riskant, als du Sneaker aus dem Kofferraum deines Plymouth verkauft hast. Ändere das jetzt nicht. Für einen Neuling? Ja. Der in der NBA noch kein einziges Spiel hatte? Das ist buchstäblich die Definition von Neuling, ja. Was ist der Plan? Wir machen einen maßgeschneiderten Schuh für ihn. Ich brauche den besten Basketballschuh, den es jemals gegeben hat. Für welchen Spieler? Michael Jordan. Wir sind ganz ohr. Du warst bei ihm zu Hause? Ich glaube an ihren Sohn. Ich glaube, er ist die Zukunft. Seine Geschichte, die bringt uns dazu, fliegen zu wollen. Aber ein Schuh ist nur ein Schuh. Bis mein Sohn ihn anzieht. Hast du schon einen Namen? Air Jordan. Weiß nicht. Echt jetzt? Na, vielleicht gewöhne ich mich noch dran. Ich weiß, diese Regeln fühlen sich vielleicht einengend an. Aber der Sinn dieses Kurses besteht darin, zu lernen, klar und überzeugend zu schreiben. Denkt drüber nach. Denkt über die Wahrheit eurer Argumente nach. Du bist ein toller Mensch, Ellie. Ich könnte mir keine unglaublichere Tochter wünschen. Versuchst du gerade, einer Vater zu machen? Wer hätte mich schon gern als Teil seines Lebens? Hast du noch Kontakt zu Mom? Sie erzählt sowieso immer nur von dir. Wieso? Weil ich nur etwas über dich hören will. Wieso bist du so fett? Jemand, der mir nahe stand, ist gestorben und das hat mir zu schaffen gemacht. Das letzte Mal hast du sie gesehen, als sie 8 war und jetzt willst du wieder Kontakt zu ihr? Tut mir leid. Das gefällt mir nicht, das ist keine gute Idee. Tut mir leid. Wenn du noch einmal sagst, tut mir leid, ramm ich dir ein Messer in den Bauch, das schwöre ich dir. Na los, was soll schon sein? Meine Organe sind mindestens 60 Zentimeter entfernt. Warum willst du sie plötzlich sehen? Wieso denn jetzt? Liz. Ich habe Angst, dass sie vergessen hat, was für ein wundervoller Mensch sie ist. Ich will nur, dass sie eines Tages ein gutes Leben hat, in dem ihr Menschen wichtig sind und dass sie zufrieden dabei sein wird. Ich will wenigstens eine Sache in meinem Leben richtig gemacht haben. Heute wird der beste Tag aller Zeiten. Ich liebe Sonnenschein und Schmetterlinge, aber am allermeisten liebe ich Dark. Hey, Fresse, du Scheißköter! Verdammtes Stück Scheiße. Das ist Dark, das beste Herrchen der Welt. Wir spielen immer ein Spiel, das heißt Fang und Fuck. Fang! Er setzt mich einfach irgendwo ab und fährt ohne mich nach Hause. Und wenn ich den Ball wiederbringe, sagt er, fuck, dann weiß ich hab gewonnen. Hey, Süßer, Lust auf eine haarige Nummer? Ach so, danke, aber nein, danke. Ich schwör dir, der Arsch hat dich ausgesetzt, Kleiner. Nein, auf keinen Fall. Du bist offiziell ein Streuner. Aber dann würde Doc mich nicht lieben. Armer kleiner Scheiße. Ich sollte besser mit ihm reden, so als Therapiehund.
Mensch, das Leben hier auf der Straße kann so verdammt geil sein. Vom Bier wird mir ganz schwummrig. Warte, wie das knallt, wenn du die Maus da knallst. Ich hab total Spaß. Was will denn die Promenadenmischung? Willst du Stress, Wichser? Du mit deiner bescheuerten, blondierten Igelfrisur. Wie war das? Geht's noch? Sehr ich will das hier nicht eskalieren lassen. Du bist ein Straßenhund. Du kannst machen, was du willst. Ich gehe wieder zu Doug zurück. Was? Wie, bist du bescheuert? Und dann beiß ich ihm seinen Schwanz an. Oh. Sagte er gerade beißen? Ja, ich bin zwar noch leicht besoffen, aber... Ich sagte, ich werde ihm seinen verdammten Schwanz abbeißen. Ah, wir machen alles platt, das geht. Das wird was heute. Du hast aber schon mal gerammelt, oder? Rammeln stand nie so im Vordergrund. Geht doch, Reggie. Mach ich mich gut? Besorgst deinem Sohn, Daddy. Hey, Zwerg, ich bin dein Vater. Schön, dich zu treffen. Reggie. Auch wenn die Umstände etwas merkwürdig sind. Reggie. Wir wissen nicht, wo wir sind. Und meine kleinen Pötchen tun echt scheiße weh. Also wie viel schlimmer kann's noch werden? So eine Scheiße! Shit. Jungs, jetzt wird dein Schwanz abgerissen. Was ist denn das? Sieht essbar aus. Oh, shit. Ich bin raus. Du siehst so anders aus. Shit, du siehst auch anders aus. Echt? Liegt wohl an meinen Menschenhänden. Sandwich-Kind. Zwei Brüder. Wir sind uns sehr nah, leben aber in verschiedenen Staaten. Einzelkind. Kindheitsfaszination. Weihnachten. Magie. Ich heiße Michael. Bist ein toller Tänzer. Und du ein miserabler Lügner. Und das ist Kind. Ich stellte mir immer vor, dass mein Leben eine typische Rom-Com ist. Du bist so selbstsicher. Du ziehst dich aus wie ein Stripper auf einer Bachelorette-Party. Oh, ich dusche normalerweise in Klamotten. Kannst du vielleicht mal was sagen? Gehen wir heute Abend zu dir. Meine Tür, bevor wir da reingehen. Jetzt mach endlich auf. Okay. Was ist das, Michael? Das willst du gar nicht. Lieber Gott, da sind ja auch welche drin. Ach, Papa. Ich finde dich so toll und ich habe Angst, dass du mir irgendwann das Herz brechen wirst. Mom, Dad, das ist mein Freund Mike. Ein Freund? Ja, Mom, nur ein Freund. Was soll das Theater? Wer ist dieser Mann? Er ist mein Partner. Dein Partner? Finde ich gut, Kid. Wir sehen vielleicht nicht so aus, aber eigentlich sind wir ganz schön hip. Oh mein Gott. Wir wollten sogar nach Woodstock. Lächeln. Mach ich doch. Lass uns einfach diesen schönen Moment genießen. Kid, was ist denn los? Alles okay? Kein Grund zur Panik, Mike. Ich gehe morgen zum Arzt. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Ich hatte immer Angst, dass mir Kid das Herz bricht. Was er dann auch tat. Er hat es aufgebrochen. Man muss das Leben nehmen, wie es kommt, denn es gibt kein anderes. Rückblickend ist das weniger eine Rom-Com und mehr eine Love-Story. Er kann keine 4 Stunden sitzen. Sie haben uns ein Bett versprochen. Die Betten sind alle besetzt. Geben Sie meinem Mann ein Bett! Das war echt Oscar-reif. Klappte auch bei Shirley MacLaine. Tut mir leid, dass ich dir nie gesagt habe, was für ein sexy Arsch du in der Khaki-Hose hast. Ich hatte Angst, wenn du verstehst, wie wunderschön du bist, dass du mich dann verlässt. Danke für die Einladung. Das war Kids Idee. Ich war vehement dagegen. Und wie immer bei Love Stories, sie enden nie. Filme sind Träume, die du niemals vergisst. Was für einen Film wollen wir machen? Oh, und wie du sie alle liebst, deine Schwestern und Mama und Papa. Trotzdem liebst du das, glaube ich, ein bisschen mehr. Du lehnst ab, was er macht, das Spielerische und Fantasievolle. Etwas zu lieben reicht nicht. Man muss sich auch darum kümmern. Das ist viel wichtiger als dein Hobby. Hörst du bitte auf, das Hobby zu nennen? Familie, Kunst. Na, das reißt dich in zwei. Du musst immer tun, was dein Herz dir sagt. Welche Stelle hat dir am besten gefallen? Wie fühlen Sie sich im Allgemeinen? Ich fühle mich ein bisschen betäubt.
jemanden, mit dem sie reden können. Freunde. Komm doch ins Büro auf einen schnellen Drink. Hör auf. Wieso? Es tut doch niemandem weh. Was ist mit deiner Frau? Guten Morgen allerseits. Steven übernimmt die Stelle von Trevor. Hallo. Dieser Ort ist für Menschen, die dem Alltag entfliehen wollen. Menschen, die sonst nirgendwo hingehören. Hier war es mal wunderschön. Ist es noch? Wo kommst du her? Passiert das oft? Oh ja. Es ist überall, oder? Niemand gibt dir das Leben, das du willst. Du hast ein Problem, weißt du das? Du musst raus und es dir holen. Das flimmernde Licht ist ein Ort der Hoffnung. Da oben. Wir müssen da wohl hoch. Warum müssen wir diesen Weg nehmen? Vermutlich stehen sie unter Schock. Sie hat gesagt, der Tod ihres Mannes hat sie nicht überrascht. Hast du ihr Lächeln gesehen? Es tut mir leid. Ich habe es selbst gemacht. Nachdem sie sich verletzt haben, hat er es verstanden? Ja, letztlich. Letztlich. Da war fremde DNA unter Kidosos Fingernägeln. Bring mir den Kopf des netten Kommissars. Sie weint. Letztlich. Sprich nicht so über unsere gemeinsame Zeit. Was für eine Zeit war das? Die Nächte, die ich in meinem Auto vor deiner Wohnung gesessen habe. Da habe ich an dich gedacht. Hältst du mich für einen Schwächling? Bin ich wirklich so verdorben? Wenn Sie hier im Saal sind, wissen Sie schon, wer sie ist. Lydia Tarr ist vieles. Ihre Karriere als Dirigentin begann Tarr mit dem Cleveland Orchestra, beim Chicago Symphony Orchestra, beim Boston Symphony Orchestra, bis sie hier bei uns ankam, beim New York Philharmonic. 2013 berief Berlin Lydia Tarr zur Chefdirigentin und seitdem ist sie dort tätig. Lydia Tarr komponiert auch für die Bühne und den Film. Sie ist eine der 15 sogenannten EGOTs, eine jener, die alle vier wichtigen Auszeichnungen der Entertainment-Branche gewonnen haben. Schön, dass Sie da sind, Maestro. Danke. Danke. Wie klappt's denn mit dem Schreiben? Nicht so gut. Immer wieder höre ich etwas. Schopenhauer maß die Intelligenz eines Menschen an seiner Geräuschempfindlichkeit. Kommt es vor, dass auch Sie überwältigt werden von Emotionen? Ja. Ja, das kommt schon vor. Ich habe schon wieder so eine komische E-Mail bekommen. Wir lassen uns in keine Intrige verwickeln. Ich mache mir Sorgen. Sie zieht sich immer mehr in sich zurück. Wollen Sie beim Maskenspiel mitmachen, dienen Sie erstmal dem Komponisten. Unterwerfen Sie sich ihm. Ihr Ego, ja? Ihre Identität.
müssen im Endeffekt vor dem Publikum und Gott stehen und sich selbst zerstören. Die jüngsten Aufnahmen vom Gletscher zeigen, dass etwas aus dem Eis aufgetaucht ist. Ich höre. Die Form des Objekts stimmt zu 80% mit Napoleon überein. Veranlassen Sie die Bergung. Hörst du mich? Du bist auf dem Vatnajökull. Und du fährst da einfach ohne mich hin. Du bist ein Vollidiot, okay? Ich glaube, ich spinne. Hören Sie mir gut zu, Christine. Wir haben Ihren Bruder. Er muss am Leben bleiben, bis wir seine Schwester haben. Christine! Diese Leute, die werden Sie umbringen. Lagebericht. Die erste Durchsuchung des Wracks war negativ in Sachen Napoleon. Operation Napoleon? Ein Geheimnis, das den ganzen Lauf der Geschichte hätte verändern können. Warte mal, soll das heißen, Hitler war an Bord der Maschine? Ich will einen kompletten Hintergrundcheck in Bezug auf Christian Johannes Dorthier und diesen Professor. Wir haben hier viel Material gefunden über den Absturz. Wenn Sie hier irgendwas haben, werden meine Männer es finden. Die Polizei sucht Christian Johannes Dorthier. Wir rücken hier nicht ab ohne Napoleon. Das nicht identifizierte Opfer weiblich. Es gibt 5 Stichwunden in der Brust und im Unterleib, verursacht durch einen scharfen Gegenstand. Kommissar Maigret, Kriminalkommissar vom Quai des Orfèvres. Jemand wollte das namenlose Mädchen verschwinden lassen. Sie hat jedoch unweigerlich Spuren hinterlassen. Wie bringen Sie denn Verdächtige zum Reden? Mit gar nichts. Ich höre Ihnen nur zu. Meine Aufgabe ist es, die Wahrheit zu finden. Warum interessiert sich jemand wie Sie für mein Leben? Es hilft mir, Mädchen wie dich zu verstehen. Ihr Name war Louise. Wieso haben Sie gesagt, Ihr Name war? Da hielt plötzlich ein Auto vor dem Platz. Konzentriert euch auf die Taxifahrer, die in besagter Nacht unterwegs waren. Sie machen das wegen des toten Mädchens, nicht wahr? Sei wachsam, aber halt eine gewisse Distanz. Wenn man sein Kind verliert, verliert man alles auf der Welt. Es ist nichts mehr da, bloß noch Nacht. Ich weiß, Monsieur Kaplan. Auf lange Sicht ist man gezwungen, sich einen Panzer anzulegen. Aber irgendwann geschieht etwas ganz Banales. Dich berührt irgendein Detail. Und plötzlich fällt dein Schutzschild einfach in sich zusammen. Wie Sie sehen, ist der Kopf des weißen Mannes doch beträchtlich größer als dieser hier. Der Kopf eines San, auch Buschmann genannt. Vertreter dieser primitiven Stämme sind zu Gast für die Völkerschau des Kaisers hier bei uns in Berlin. Jeder Student bekommt ein eigenes Exemplar zur Erforschung. Keine Angst, Sir. Es tut nicht weh. Ich habe hier eine Liste mit Fragen vorbereitet. Wir spielen und reden. Ein Gespräch, kein Studium. Frau Kambasembi zeigt erstaunliche geistige Fähigkeiten. Und ich behaupte, dass ihr ein höherer Bildungsgrad nur durch äußere Umstände versagt blieb, nicht durch genetische Veranlagung. Sagen Sie mal, lieber Hoffmann, wollen Sie sich das Leben wirklich so schwer machen? In Deutsch-Südwest droht Krieg. Der nimmt unser Land weg. Ich möchte eine Expedition aussenden, die materielle Zeugnisse der Stämme für unser Völkerkundemuseum sammelt. Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit und ohne Gewehr erschossen.
Kalahari wird vollenden, was wir angefangen haben. Wir werden sehr viele schöne Dinge zurücklassen auf ihrer Flucht. Halten Sie das für richtig? Kennen Sie diese Frau? Lebt sie? Dies ist mein erster Krieg. Auf jeden Fall werde ich ihn für mich zu nutzen wissen. Und Sie? Wenn wir jetzt veröffentlichen, hat das katastrophale Folgen. Für wen? Für mich. Das hier ist der Feind! Und wir werden ihn vernichten! Wo ist sie? Achtung, fertig, los! Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen. Wer sitzt hier? Oskar sitzt da. Wo ist dein Portemonnaie, Oskar? Ich hab keins. Und das hier? Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so. Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen. Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken, wenn du eine Ahnung hast. Ja? Herr Liebenwerder? Das Wichtigste, was Sie verstehen müsst, ist, dass ein Beweis immer eine Herleitung braucht. Schritt für Schritt. Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind. Hast du sie noch alle? Alter! Ist alles okay? Hey! Mein Sohn klaut nicht. Der Männer klaut, riech ihm die Beine. Willst du mich an meinen Namen nehmen? Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen. Schämen Sie sich. Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach mal aussagen. Was sind das für Meinungsverschiedenheiten? Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer. Herkommt, haben wir nicht über unsere Körper gesprochen. Uns gab man 2 Tage, um den Angreifern vor ihrer Rückkehr zu vergeben. Wir konnten kaum lesen oder schreiben, aber an diesem Tag lernten wir, wie man wählt. Nichts tun, bleiben und kämpfen. Gehen? Sollten wir den Männern nicht vergeben, büßen wir unseren Platz im Himmel ein. Es muss sich bestimmt auch lohnen, in diesem Leben zu leben, nicht nur im nächsten. Wir wissen, dass wir uns das nicht eingebildet haben. Wir wissen, man hat uns verletzt und infiziert und geschwängert und einige von uns sind tot. Wir können nicht vergeben, weil wir dazu gezwungen werden. Wer bist du? Wer seid ihr alle? Zu behaupten, ich hätte eine Wahl gehabt. Wir müssen unsere Kinder schützen. Wenn ich bleibe, werde ich zur Mörderin. Wir sind nicht alle Mörderinnen. Noch nicht. Sie haben die Jungen und Männer unterrichtet. Und sie waren ausgezeichnete Schüler. Aber es sind Kinder. Und sie sind lernfähig. Haben wir eine Entscheidung getroffen? Unsere Wahl entscheidet über deine Zukunft.